Aber du wärst ein sympathischer Lehrer gewesen, glaube ich. Ey, danke, aber du hast vielleicht mich erst in der Phase kennengelernt, wo ich schon auf dem Weg der Besserung war. Der Besserung war. Ich liebe das Konzept und das Geschäft und was mir das alles ermöglicht hat. Aber der Name ist jetzt nicht der coolste, auf jeden Fall. Und der hatte mich dann irgendwie angerufen und gesagt so, ey, so, hab den Platz, Savas kommt. Boah, ey, alle erstmal alle still. Still. Zu einer weiteren wundervollen Folge Talk This Way Podcast mit Patrick Tiede und mit einem ganz besonderen Gast, den man vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, Tan Erbas. Dir gehört das Bürgeramt, beziehungsweise sogar mehrere Stellen vom Bürgeramt. Und wir gehen auf jeden Fall auch noch darauf ein, was denn überhaupt ein Burgerladen mit Hip-Hop zu tun hat und was du alles für Hip-Hop-Projekte schon gemacht hast. Aber als erstes wollen wir Oder-Fragen abhaken. Und du musst möglichst schnell darauf antworten. Okay, das machen wir. Also, Deutschrap oder US-Rap? Deutschrap. Graffiti oder Comic? Graffiti. Oh. Oh, shit. Aktuell schwierig, aber... Oh. Graffiti. Okay. Album oder Single? Album. Tour oder The Orsons? Tour. Im Team oder alleine? Im Team. Burger oder Hip-Hop? Hip-Hop. Graffiti oder Rap? Graffiti. He-Man oder Savage? Savage. McDonald's oder Burger King? Du leidest richtig bei der schwierig. Frage, ne? Ja, guck, wie er leidet. Das ist wirklich schwierig. Also McDonald's ist auf jeden Fall marketingmäßig King, ne? Und Burger King, ich habe mal bei Burger King gearbeitet und ich finde das aktuelle Logo von denen verdammt cool. Das ist nämlich das alte Logo. Und ich habe früher mal lieber bei Burger King gegessen. Ich sag Burger King. Aber aktuell gibt es einen Laden außer deinem eigenen, wo du gerne Burger isst? In Berlin? Oder allgemein? Also, USA oder okay, wenn ich was deutschlandweit sagen kann, dann so die fette Kuh auf jeden Fall. Also, was ist das? Wo? Das ist in Köln. Ah, okay. So, das sind die mit denen, vor denen habe ich auch Respekt, die sind gut. Die fette Kuh. Ja. Ich dachte auch, das wäre jetzt kein richtiger Name, aber nee, interessant. Doch. Ja, du sagst ja auch in einem Interview schon, wenn wir bei Namen sind, dass Burgeramt damals ganz innovativ war. Mittlerweile, weil es aber auch so viele Burgerläden gibt und man so Bürgermeister und so weiter, dass euch der Name schon fast ein bisschen unangenehm ist, weil dieses Wortspiel jetzt ausgelutscht wirkt, aber früher halt irgendwie neu war und ihr dachtet, boah, das ist ja voll crazy. Hab ich dir das erzählt oder hast du... Das ist im Podcast, hast du es gesagt. Ah ja, krass, ja, das stimmt tatsächlich. Also ich finde den Namen, also natürlich so, ich liebe das Konzept und das Geschäft und was mir das alles ermöglicht hat, aber der Name ist jetzt nicht der coolste, auf jeden Fall. Aber siehst du es jetzt erst so? Ich sehe das schon seit Jahren so, also schon ziemlich am Anfang. Also wir sind ja jetzt schon seit 14 Jahren dabei. Und eigentlich kurz danach dachte ich so, naja, so cool ist es irgendwie nicht. Weil, na gut, aber dann hast du dich für entschieden, ne? Und dann ja, aber irgendwie, das ging ja von Anfang an wirklich so ab, dass ich habe wirklich am Anfang meinen Partner, ne, Chevy, auch, den kennt ihr auch, mit dem ja auch drüber gequatscht und gesagt so, oh, ey, so cool finde ich den Namen nicht. Und dann habe ich ja dieses Wortspiel Mob Beef irgendwann mit ins Spiel gebracht. Ist jetzt nicht wirklich unser Name, aber steht halt auch draußen dran, ne? Also, und es war aber dann dieser Gedanke, weil du vergleichst es auch mit Graffiti, aus der Kultur kommst du ja vor allem, ja. Dass man sich halt auch da einen Namen macht und man auch da eben taggt und zeigt, guck mal, das hier ist mein Name. Und war es für dich dann auch der Punkt, oh, jetzt ist mein Sprayer-Name Burgeramt, jetzt kann ich es auch nicht einfach ändern? Ja, also als Sprüher habe ich das mal gemacht tatsächlich. Dass du den Namen geändert? Mein Namen geändert, mein Sprühernamen warum? Geändert. Warum? Auch weil der Onkel war? Ja, also ich habe mich früher so Kreuz genannt und Kreuz? Ja. So hast du dich denn selber gecrossed eigentlich? Nein, das nicht Kreuz, sondern Kreuz. Nein, aber dich selber gecrossed. Also weißt du, deinen alten Namen durchgestrichen und dann den neuen? Nee, gab es auch alles. Aber nee, ein Freund von mir, damals mein bester Freund, mit dem wir gemalt haben, der konnte den irgendwie besser malen. Die Buchstaben haben ihm besser gelegen und
ich habe dann meinen Namen, hatte eh zwei Namen. Ich bin jemand, der immer, ich konnte mich nie auf irgendwas festlegen. Mhm. Und habe dann meinen Namen schon mal geändert. Ne? Also, krass. Ja. Aber das ist eher untypisch, oder? Also, ich denke nicht so tief drin in der Graffiti-Szene, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das, dass man das dann durchzieht. Das gab es. Also, so wirklich bekannte Leute, die auch andere unterschiedliche Namen noch Synonyme haben. Also, einmal fürs illegale Malen, dann für Hall of Fame und Auftragsarbeiten oder so. Doch, das ist nicht so ungewöhnlich. Krass. Und wann hast du das letzte Mal gesprüht? Puh, ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal. Also in der Corona-Zeit gar nicht. War ja Lockdown, konntest ja nicht raus. Nee, ja, das ist ja sofort aufgefallen. Nee, das ist, ich glaube, in der Corona-Zeit ist nochmal das Straßenbomben und Trains malen, glaube ich, nochmal ganz schön angestiegen, aber total. Echt? Ja. Ja, stimmt, so ein paar, ne, die wurden ja auch weniger gereinigt, ne? Also ein paar U-Bahn, glaube ich, vor allem. Ja, und sehr viele Leute waren einfach, du warst ja wahrscheinlich unbeobachteter und deswegen konntest du wahrscheinlich mehr aktiv sein. Ja, ne? Wahrscheinlich mehrere Gründe, aber auf jeden Fall kenne ich auch viele Alte aus den 90ern noch, die alle noch mal so ihren zweiten Frühling haben, ne? Also richtig durchdrehen, also in Berlin. So Midlife-Crisis-mäßig? Ja, kann man so sagen. Ja, bei manchen sieht es so aus, aber bei anderen als ob sie irgendwie zu ihrer alten Liebe wieder gefunden haben. Das ging mir auch immer so, ne? Wenn ich immer wieder mal so im Leben mehr zu tun hatte als Quatsch machen, also keine Zeit für Quatsch, da hat mir das immer gefehlt, ne? Also Graffiti ist nach wie vor für mich so das Wichtigste, ne? Ja, ist ja auch also wahnsinnig kreativ einfach, ne? Also ich finde, wie gesagt, ich kann ja gar nicht malen, ich mal ja noch wie so ein 6-Jähriger, aber also wirklich ungelogen. Ja, ich auch. Aber ich finde das wahnsinnig faszinierend und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, ne? Ich habe da nur Randnotizwissen mit Graffiti tatsächlich, aber gerade in den Staaten, wie viele Künstler da ja mittlerweile draus emporgegangen sind, ne? Mhm. Also aus den ersten 1, 2, 3 Generationen. Aber man ist ernst genommene, die dann halt. Ernst genommene Künstler. Ich meine, der bekannteste ist wahrscheinlich Basquiat so, ne? Und dann gibt es aber, weiß nicht, Keith Haring und so, die kommen ja alle aus dem Graffiti. Soweit ich das, glaube ich, im Hinterkopf habe. Oder so Dondi White und so eine. Dondi, so eine, ja. Ne? So, das sind Scene, halt Scene, Scene, genau. T-Kids. Aber Scene macht ja auch immer noch in seiner Kunst sozusagen sehr viel Graffiti-Sachen. Ja. Ne? Dondi White hat ja wirklich die Kunst, die er dann veröffentlicht hat oder ausgestellt hat, war ja weniger Graffiti an sich, glaube ich. Doch, schon, doch ja? Sehr erkennbar. Ja, der hat, glaube ich, schon immer auch Buchstaben gemalt. Ich habe mal im Soho aus, gab es mal so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgend so ein Event. Und da habe ich dann unten gesehen, da war so ein kleiner Shop. Und da waren so Shirts mit Dondi White Styles drauf. Und ich habe mich so gefreut, ich dachte so, oh, wie cool. Ich dachte, vielleicht nehme ich mir eins mit. Dann war das irgendwie so eine Off-White-Kollabo, wo ein Shirt 450 € gekostet hat. Scheiße. Dachte ich auch, ich hoffe, dass seine Familie was davon kriegt, weil der ist ja tot inzwischen, ne? Dass die irgendwie was davon abkriegen. Ja, Graffiti ist, also Hip-Hop ist angekommen, ne? Also im Deutschrap sehen wir es ja alle, aber auch Graffiti als wichtiger, also für mich wichtiger Teil der Kultur, ist auch überall, ne? Also ob Designer, Grafiker, ne? Haben ja sehr viele einen Graffiti-Background auch, wo ich sehr stolz drauf bin natürlich. Ich würde es nochmal ganz an den Anfang. Was hat denn Burger und Hip-Hop, was haben die gemeinsam außer Beef? Burger. Da war er. Ja, der war gut. Einfach, aber gut. Also, wie lange hast du geübt? Ich habe gestern Abend, dachte ich mir, ja stimmt, den kannst du mal bringen. Ah, okay, dann aber, bist du spontan. Aber du hast ja auch gerade schon Mob Beef gebracht, dann dachte ich da, ja. Jetzt hat er schon fast ein bisschen gespoilert. Aber gut, wir wollen nicht zu sehr auf meinem Witz eskalieren. Ja, Burger, was hat Burger? Erstmal so gar nichts vielleicht auf den ersten Blick, aber das, weiß ich nicht, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich habe damals mein Abi nachgeholt, keinen Studienplatz bekommen und gedacht, irgendwas muss ich machen. Was, ne? Wolltest also, du studieren? Ich wollte tatsächlich auf Lehramt Lehrer werden, ne? Aber davon habe ich mich ganz schnell verabschiedet von dem Gedanken, weil ich einfach viel zu chaotisch war und nicht beständig genug. Deshalb. Aber du wärst ein sympathischer Lehrer gewesen, glaube ich. Ey, danke, aber du hast vielleicht mich erst in der Phase kennengelernt, wo ich schon
auf dem Weg der Besserung war. Der Besserung war vielleicht. Ja, gut, aber. Aber ja, also ich glaube, ich wäre schon engagiert, ne? Also, weil das ist mir schon wirklich wichtig, ne? Dieses Each One, Teach One, so ist mir sehr wichtig, weil ich auch selber viel Leuten, Menschen, die den Weg schon vorher gegangen sind, viel da auch sehr viel, sehr dankbar bin, sehr viel schuldig, wollte ich sagen. Aber ja, ich spüre so eine Schuldigkeit, so Menschen, die wirklich diesen Weg vorgegangen sind schon und ich davon profitiert habe oder die mich auch wirklich an der Hand genommen haben. Also speziell wirklich, also mein Cousin damals, der mich mit Graffiti zusammengebracht hat, also das erste Mal mir das gezeigt hat und sich wirklich Mühe gegeben hat, mir das zu erklären. Also ich bin für immer dankbar. Also der hat für mich eine Tür aufgemacht. Das war, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 7, 8 oder so. Also habe ich seine Buchstaben nachgezeichnet. Ja, das war für mich, diese Hip-Hop-Momente, das war was immer ganz Besonderes in meinem Leben. Genauso wie, als ich das erste Mal wirklich Public Enemy gehört habe, in einem Treppenhaus, Kopsadam. So, ich war so geflasht als Kind, ich hatte gar keine Ahnung, Amerika, Hip-Hop-Kultur. Ich wusste nicht, was das alles sein soll. Es hat mir auch nicht wirklich gefallen, aber ich habe sofort irgendwas gespürt, irgendwas Bedrohliches und irgendwie der sagt da irgendwas, was wichtig ist. Ne? Also, und es hat mich von da an wirklich so gecatcht. Also, und deshalb fühle ich mich auch immer verpflichtet, weil ich so viel durch Hip-Hop gelernt und bekommen habe, wo ich kann, auch weiterzuhelfen. Ne? Ob ich jetzt Leute zusammenbringe oder einfach nur mal einen Tipp, Feedback gebe. Ne? Also, so, genau, das. Aber das, die Frage war eine andere, glaube ich. Eigentlich eher so grundlegend. Wie kamst du auf die Idee, komm, machen einen Burgerladen und dann labeln wir den aber auch viel mit Hip-Hop, also überall sind Plakate, Rap läuft die ganze Zeit und dann natürlich viele Projekte, zu denen wir dann gleich noch kommen, die das dann natürlich nochmal viel krasser in den Vordergrund gestellt haben. Aber erstmal den Gedanken zu sagen, ich mache das und das war ja vermutlich auch noch eine Zeit, wo Leute Rap nicht unbedingt cool fanden, wo es noch nicht so angekommen war, wo Leute vielleicht auch gesagt haben, ach komm, lass da mal nicht rein, vielleicht läuft da Deutschrap und mein Kind soll das nicht hören, diese Schimpfwörter oder so. Ah ja, okay. Also mein Partner und ich, ne, Chevy, wir kennen uns schon von klein auf, also unsere Väter waren schon befreundet und wir sind beide auf diesen Hip-Hop-Film hängen geblieben. Ne? Also wir haben früher stundenlang telefoniert und über Kassettenrekorder die neuesten Musik uns gegenseitig vorgespielt. Also wirklich so, nee, ich hab hier das und dann hat er mir, was weiß ich, was vorgestellt, ne, Two Life Crew gegen Scarface und wirklich, also das war unser Film und wir haben dann irgendwann durch Zufall eigentlich dieses Konzept zusammen gemacht, ne, weil ich hatte keinen Studienplatz und er hatte keinen Bock mehr auf seinen Job und es war wirklich ein schöner Zufall, dass wir zusammengekommen sind und ich weiß, einer der wichtigsten Sätze war, als wir den Laden aufgemacht oder am Bauen waren, wir sind 7 Tage die Woche hier, also wir haben uns darauf eingestellt, wir werden jetzt 7 Tage die Woche von morgens bis abends hier sein, lass es uns gemütlich machen. Was haben wir gemacht? Wir haben wirklich ganz ignorant nur die Musik gespielt, die wir hören, von Mobb Deep bis Nas, alles, was wir gefeiert haben, MC8 und zwischendurch hatten wir auch so Gespräche, so, ne, ah Mann, ist es nicht zu düster oder zu krass für die Leute, weil, sag mir, ein Laden vor 14 Jahren, wo wirklich so konsequent Hip-Hop gespielt wurde, ne, also. Aber ich glaube, genau das hat es ausgemacht, das war's, ne? Also, und die Leute haben das gefeiert, also, die, ne, wenn so ein Hip-Hop-Beat läuft, so der Nix so automatisch und die Leute sind wirklich in diesem kleinen Laden damals in Massen wirklich so nickend reingekommen, ne, also ein Nachbar meinte irgendwann mal auch, ey, eure Burger sind geil, aber es ist die Musik, ne. Und das war für uns so auch die Bestätigung, so weiterzumachen. Also wir waren uns erstmal ein bisschen unsicher und ob wir da nicht so ein bisschen was Entspannteres laufen lassen. Ne? Also zum Beispiel Deutschrap, wir haben ja gar nicht wirklich Deutschrap gespielt. Also wir haben, Savage war das Einzige, was wir an Deutschrap am Anfang gespielt haben, ne? Savage und Azad. Und das wurde dann mit der Zeit immer mehr. Und inzwischen ist es so, dass wir Deutschrap wirklich erst so nachmittags spielen, weil früh sind halt auch viele Familien und Kinder da oder so ausgewählte Sachen. Wonach wählt ihr die Musik aus? Habt ihr eine große Playlist, wo ihr auf Shuffle stellt? Alle Mitarbeiter haben irgendeine Playlist, die sie zusammenstellen und dann läuft es einfach, genau. Weißt du noch, wann du das erste Mal im Burgeramt warst?
Ich weiß es. Tan weiß es anscheinend. Also ich kann mich nicht mehr ans Datum erinnern, aber ich weiß, ihr hattet ja eben nicht zuerst den Laden, sondern den Imbiss sozusagen. Mhm, genau. Ne? Und da weiß ich noch, dass wir waren bei Liquid zu Hause, Liquid Walker, ne, Künstler und sehr guter Freund zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen auch. Und wie waren wir bei ihm zu Hause? Und dann war so, ey, komm, wir müssen Burger essen gehen oder wollten was essen. So, und dann, ihr kanntet euch, glaube ich, schon im Proben oder zumindest auch damals noch der Yoshi. Yoshi, genau. Und dann sind wir da hingegangen und dann war es lecker. So, aber das war für mich tatsächlich eher ein unbewusster Prozess. So. Also bewusst war das dann erst, da gab es den Laden schon und dann ist man da wirklich dahin und hat sich bewusst hingesetzt. So. Und dann war es für mich auf jeden Fall auch so, das ist hier ein heimischer Ort, weil du erkennst Sachen, mit denen du einen Bezug hast. Ne? Die ganzen Plakate, Poster, Sticker, die auf dem Klo sind auch, ne? Die ganzen Hip-Hop-Sticker und dann halt die Mucke und die Attitude. So, das hat dann ein sehr schönes Gefühl mir damals gegeben und gibt es auch immer noch heute. So, ne? Und ja, aber weiß ich aber nicht, wann ich das erste Mal wirklich bei dir am Tisch saß. Das, I don't know. Wann habt ihr eröffnet? 2008. Den Laden auch schon? Ja. Ja, aber dann war es wahrscheinlich 2009, 2010 irgendwie bewusst. Keine Ahnung. Und bist dann auch aus dem Hip-Hop-Aspekt hingegangen oder einfach wieder, weil du Hunger hattest? Nö, also beides. Wenn es natürlich scheiße geschmeckt hätte, dann wäre man wahrscheinlich nicht hingegangen. So, ne? Aber es war dann schon auch immer sehr gut und sehr lecker. So, und nee, aber das war in erster Linie war es dann schon auch der Hip-Hop-Aspekt. Auf jeden Fall. Und jetzt deine Perspektive? Meine Perspektive, ja. Liquid Walker, ne, der halt immer noch auch wirklich regelmäßig, der fast sein Büro manchmal bei uns hat im Laden, der war einer der ersten mit Yoshi, die uns dann auch angesprochen haben. Wer ist Yoshi? Ein guter Freund. Yoshi ist ein guter Freund von... Schauspieler mittlerweile. Genau, genau. Hat auch einen Podcast. Wie heißt er denn mit Nachnamen? Christoph Laubig. Ach so. Und der, wie heißt der, Spielplatz oder was? Genau. Ach so. Ja, genau. Ich kannte den Podcast? Ich kannte ihn nie unter dem Yoshi-Namen, deswegen. Ach so, er ist jetzt sogar Tatort-Kommissar, ja. Ja, ach, wirklich? Ja, ja. Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Genau. Okay. Okay, und ne, die kamen regelmäßig. Die haben tatsächlich sogar mal ein Video bei uns gedreht im Laden, ne, wo wir dachten, klar, könnt ihr machen. So, ne, fanden es irgendwie auch aufregend. Und irgendwann kam dann Liquid mit Patrick, ne? Und Patrick damals irgendwie sehr so grimmig unterwegs gewesen, so ein bisschen, ne? Also, ne? Und hat uns dann tatsächlich, und diese Geschichte erzähle ich jedem, weil ich die einfach so cool und so Hip-Hop finde, nicht gelogen, aus dem Kofferraum heraus seine Hammer- und Zirkel-CDs verkauft. Und das war wirklich so cool, weil, wie gesagt, zu der Zeit haben wir noch gar nicht so viel Deutschrap gehört. Also es lief schon wirklich einen ganzen Tag Deutschrap, aber immer das gleiche Zeug. So, ne? Und wir hatten auch Kollegen bei uns, die mitgearbeitet haben. Damals haben Chevy und ich auch am Grill gearbeitet. Die waren halt keine Hip-Hop-Fans. Aber auf Hammer und Zirkel konnten wir uns einigen, weil das wirklich lustig war. Ne? Also diese ganzen so, diese Berliner, diese Sprüche, ne? Diese Witze. Also wir haben uns bei der Arbeit wirklich totgelacht. Ne? So Sprüche wie, was kickst du wie eine Kiste Limetten? So, ne? oder... Ja, was für ein, war schon sehr vielseitig, ne? Für damals das Album, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr soundmäßig, wie das war. Wir hatten leider Mix- und Mastering-Probleme, so, aber rein musikalisch war das schon so sehr breit gefächert. Vom Potenzial her so, breit gefächert. War schon was. Ne? Voll. Also, genau, und das war mein erster Kontakt mit Patrick. Ne? Also, dass er da reinkam und dir was verkaufen wollte. Ja, so, er hat total den Hip-Hop-Moment geschaffen für mich. Weißt du, ich bin ein Sammler. Ich sammle mich. Tausche gegen Burger. Nee, ich habe ihn die Glocke schon abgekauft. Ja, ja, das so, war, ja, ich weiß auch, also, 100, also so wie ich mich selber kenne, wäre ich nicht hingegangen sein und werde gesagt haben, hier, wir haben ein neues Album, kauf das. Sondern nein. Ich glaube, das war eher so, Liquid hat das dann irgendwie erzählt und dann war das irgendwie, ach cool, dann nehme ich eine. Und dann bin ich halt, glaube ich, zum Auto gegangen. Und hab die aus dem Kofferraum geholt. Aus meinem, was muss denn das gewesen sein? Citroen C1, glaube ich. Ein ganz kleines Auto. Hast du nicht grimmig geguckt und gesagt, komm mal mit zum Kofferraum? Nein. Okay. Aber dieses grimmig gucken, das ist auch bei mir mein normales Bumsgesicht. Ich kann da gar nichts dafür. Ja, wenn man sich auch nicht kennt, vielleicht so, ne? Und sich erstmal nichts zu sagen hat. Guck immer so. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall verwirrend. Du siehst ja immer fröhlich aus. Das ist. Oh, das schöner Kontrast heute. So, das stimmt. So, ich sehe immer fröhlich aus, wenn ich mich wohlfühle. Aber wenn ich so nachdenklich unterwegs bin, wurde mir auch schon nachgesagt. Ne? Ich habe dich gesehen, aber nicht angesprochen, weil du so grimmig aussahst. Aber
Ja, das ist halt für mich auch ein Hip-Hop-Moment. Ne? Ich sammle wirklich in meinem Leben so, ich bin Sammler, also ich lese sehr gerne Platten, Bücher, alles Mögliche, und aber auch diese Momente. Ne? Und das ist auch für mich ein wichtiger Moment gewesen. Und so eine Erfahrung. Ne? Also ich zelebriere und liebe einfach Hip-Hop. Ne? Und ich verdanke dem so viel. Und deshalb genieße ich auch diese Momente in meiner Erinnerung, also im Nachhinein noch. Und du hast dann ja auch viele geschaffen. Also gerade mit dem Bürgeramt hast du dann ja gesagt, hey, ich möchte Events veranstalten. Das war dann ja zum Beispiel auch mit Liquid Walker. Du lachst? Ja, unter anderem mit Liquid Walker. Ja, das war verrückt, einfach so kopflos einfach rein. Ne? Ich hatte natürlich von nichts Ahnung. Ich weiß nur, dass ich irgendwie um Boxy gelaufen bin und mir irgendwann natürlich bewusst wurde, ne? Ey, krass, so, also wirklich halb Deutschrap läuft hier ein und aus. Und ich habe wirklich zu Leuten, so von denen ich auch, von deren Kunst ich wirklich auch Fan bin, ne? Und feiere auch freundschaftliche Verhältnisse zu sehr vielen Leuten aufgebaut. Und irgendwann kam mir so der Gedanke, wir haben damals schon Veranstaltungen für andere mitgesponsert. Und irgendwann kam mir der Gedanke, ich muss doch irgendwas Cooles daraus ziehen und so eine Art Charity-Event machen. Das war wirklich der erste Grundgedanke, warum wir dann selber Konzerte veranstaltet haben. Weil ich schon immer diesen Traum hatte, irgendwann sowas wie eine Schülernachhilfe für benachteiligte Kinder zu gründen. Das war wirklich schon immer mein Traum. Als ich diesen Laden aufgemacht habe und gemerkt habe, oh scheiße, es läuft, war das wirklich einer meiner ersten Gedanken. Nicht irgendwie, oh, ich hole mir jetzt, was weiß ich was. Ne? Also, hast du einfach gedacht, dann werde ich halt so Lehrer. Also, wenn das Studium nicht geklappt. Ja, es geht nicht, bei mir geht es gar nicht um, jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, ging es nicht um Lehrer werden, sondern ich hatte schon immer irgendwie das Bedürfnis, was zurückzugeben, weil ich immer so dankbar war. Also, weißt du, ich komme aus einem Umfeld, wo du nicht immer Feedback bekommst. Ne? Und Feedback ist was extrem Wichtiges. Und wenn ich von Menschen Feedback und Hilfe, Unterstützung bekommen habe, dann habe ich das abgespeichert und daraus gelernt. Ne? Und bin dem auch wirklich dankbar. Ne? Wobei auch, und viel so toxisches Feedback erzählst du ja auch. Ja, das konnte ich nicht filtern damals. Das stimmt. Das also war es nicht so schlimm, wie du dachtest? Also in einem anderen Podcast, nee, erzählst du, dass es eher so wirkte, wie Leute gönnen es dir nicht so wirklich, oder? Ja, das war eine sehr krasse Erkenntnis so, weil ich bin so jemand, ich kann wirklich mich auch an Erfolg anderer erfreuen. Ne? Also weil ich mir denke, so, okay, krass, der hat es geschafft. So, vielleicht schaffe ich es auch. Oder, ne? Also es war für mich immer ein Anreiz, es zu probieren. Ne? Und in meinem Umfeld war das meistens dann eher so, Spinner oder was weiß ich. Also es ist immer Dinge schlecht reden. Mhm. Und das war meine Normalität. Ne? Und bis ich durch den Laden halt wirklich auch irgendwann gemerkt habe, so nein, ich mache das, was ich möchte, und es funktioniert. Ich habe zwar noch nicht die Formel gehabt, aber damals hatte ich, ne, so die Kraft und den Ehrgeiz, das durchzuziehen. Inzwischen habe ich jetzt die Erfahrung, ne, auch ein bisschen zu filtern. Und ja, ich wollte so eine Charity-Veranstaltung, so irgendwie sowas auf die Beine stellen. Und oh mein Gott, so, ihr kennt Veranstaltungen, ne, wie man, oder? Ich weiß nicht, hast du schon mal Veranstaltungen auch organisiert? So, oder? Bestimmt, ja. Aber ja, generell Organisation, ja, mit, ja, Künstlern, so ist ja dein Job, so, ne? Stimmt. Ja, ne, ist so ja was. Nebenbei. da war ja was. Und das ist schon echt ein hartes Ding gewesen, auf jeden Fall. Und da bin ich echt an meine Grenzen gestoßen. Wann war das? Weil grob 12, 13, 14, ja, irgendwie ich so. Ich glaube, genau. Mit KRS-One haben wir angefangen. KRS-One war das erste Ding. Auch eine hohe Messlatte, ne? Vor allem dann gleich mit einem Ami anfangen, ist natürlich auch so vollkommen absurd. Das hat sich angeboten. Das war, okay, hat wirklich alles super gepasst. KRS-One, Morlock Dilemma, den ich ja sowieso für seine Kreativität bewundere. Morlock Dilemma war Vorgruppe, KRS-One, Haupteck, genau. Und das war im Festsaal Kreuzberg. Das letzte Event im Festsaal Kreuzberg, weil nach unserer Veranstaltung ist das Ding abgebrannt. Oh, aber gut, dann brannte der Club im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und das war wirklich so eine krasse Erfahrung. Und wir waren alle, also wirklich auch die Kollegen, die Mitarbeiter, wir waren alle wie im Rausch. Ne? Also wir haben dann im Backstage als Veranstalter, dann durften wir natürlich auch KRS-One treffen. Und es war wirklich so ein magischer Moment, ne? Diesen Riesenmann. Ne? Also der ist ja wirklich gefühlt 3 Meter, glaube ich. Habt ihr den mal live gesehen, so, der ist wirklich, ich glaube, der ist wirklich 3 Meter, standen vor denen und
das war so ein Moment, der uns alle so motiviert hat, weiterzumachen. Und wir haben dann wirklich... Aber was war euer Vorteil jetzt da? War es einfach nur, sag ich mal, ein Konzert, wo dann Burgeramt präsentiert sozusagen? Genau, Burger, das war Burgeramt. Du hast gehofft, dass Leute dann einfach sagen, ey, danke, dass ihr das gemacht habt, jetzt hole ich mir Burger oder was? Ach, war so? Quatsch, nee, leider nicht. Nee, das war, wie gesagt, also so businessmäßig haben wir es da noch nicht so drauf gehabt. Ne? Das war eher so, wie ein kleiner Junge, der einfach was umsetzen will, was er geil findet. Ne? Und das war ja so, wir haben ja auch nicht Künstler gebucht, irgendwie, die irgendwie krass technisch gute Leute sind oder die richtig großen hätten wir uns eh nicht leisten können. Ne? Aber wir haben schon wirklich Leute genommen, die wir auch gefeiert haben und geil fanden. Und es hat dann manchmal auch gar keinen Sinn ergeben und war klar, dass es nicht funktioniert. Ich weiß noch, wie ich mit unserem damaligen Booker dann auch rumdiskutiert habe, beziehungsweise ihm gesagt habe, so der kriegt, was er will. Also weil die Künstler sagen ja, ne, was ihre Gage sein soll. Und ich wollte mit niemandem verhandeln, so, weil ich dachte... Der kriegt, was er will, ist ja die geilste Aussage. Ja, das war so, weil ich das... Jetzt weiß ich, dass man da schon auch ein bisschen verhandeln kann vielleicht und Geld verdienen könnte. Ne? Also bei uns war es wirklich im Idealfall plus minus null. Aber, also finanziell, aber am Ende kann ich sagen, egal wie stressig das war und was für ein Aufwand das war, also ey, wir haben wirklich so krasse Events gehabt, auch mit Cool Keys, so, ne? Also den ich auch so feiere. Und das ist bei den Leuten auch hängen geblieben. Ne? Also die... Das hat uns Markenaufbau, ne? Genau, am Ende ist das wirklich auch unbewusst. Das war wirklich nicht so mit Absicht. Es war Markenaufbau, ne? Das größte Event war dann Burgeramt Live Volume 2. Weiß ich nicht, wart ihr da? DCVDNS, Andi. DCVDNS, Karate, Andi, Beteid, Liquid Walker, Credibil, Frustra, die Orsons als Hauptact. Und Debo hat es moderiert, ne? Und draußen war auch noch eine Riesenparty mit wirklich namhaften DJs. Das war ein Riesending. Ne? Die Taz hat darüber berichtet, in der Juice stand was drin. Und es war extrem stressig, aber es war ein unfassbar geiler Abend, was da im Backstage los war. Ne? Also im Backstage waren noch viel mehr Künstler als auf der Bühne. Ne? Also aber wirklich alles Mögliche, ne? An Produzenten, Rappern. Und das war echt geil. So, es waren... Schöne Momente. Da habt ihr dann das erste Mal auch zusammen gearbeitet, weil du Andi damals schon gemeldet hast? Nee, ich war an dem Abend nicht da. Ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube ich auch gar nicht in der Stadt war. Aber ich weiß, dass Tan damals, ich glaube, den hatte ich dir sogar aufgeschwatzt. Also du fandest das glaube ich ganz gut, aber ich meinte sogar, glaube ich, das wäre ganz cool, wenn er da ist. So, weil ich wollte DCVDNS eigentlich und ich wusste gar nicht, wer Karate Andi ist. So, aber jetzt inzwischen, ich feiere den. Aber hast du einfach gesagt, geil. Ja, nimm mal, egal wie viel du willst. Naja, so war es leider nicht. Also, nee, ich habe mir schon was angehört und fand das auch cool, auf jeden Fall. Also nee, so ganz einfach war das jetzt nicht, aber... Oder doch, es war einfach. Wir haben es gemacht. Ja, es war spannend, auf jeden Fall. Wir haben unglaubliche Reichweite gehabt. Ey, wir haben dann von, außer Orsons, glaube ich, haben alle Künstler dann noch uns Songs zur Verfügung gestellt, also A Cappellas. Und dann haben wir wirklich ein Album, also Remix-Sampler gemacht. Heutzutage undenkbar eigentlich. Ey, mit, ne? GEMA-Gebühren und bla, alles haben wir, ey, und wir haben die dann verschenkt am Ausgang. 1000 CDs pressen lassen und dann haben wir die allen verschenkt. Habe ich letztens gesehen auf eBay für 50 Euro. Wollte aber sowas ist so geil. Heutzutage würde es gar nicht mehr gehen, ne? Weil die Leute aber aus verschiedenen Gründen, ne? Weil die Künstler auch noch viel mehr businessmäßig am Start sind. Ne? Und auch, was auch okay ist. Genau, was vollkommen okay ist. So, damals hat man das dann einfach auch gemacht aus Liebe und Hip-Hop. Ach komm, das war ja immer mal irgendwie möglich. So, ne? Das war ja auch beim Splash und so, gab es ja früher noch Splash-Compilations und so, da haben die Songs, die Künstler ja auch einfach einen Song hingegeben. So, ne? Exclusive. Genau, so, und da waren jetzt nicht großartig irgendwelche Lizenzen geregelt. Also, das ist so, ne? Also, bisschen naiv so. Bei euch wahrscheinlich auch nicht so, also von beiden Seiten naiv, aber davon lebte das auch irgendwie, ne? Also, total schön eigentlich. Ja. Aber habt ihr dann überhaupt mal so richtig zusammengearbeitet, außer der kurzen, spiel doch mal? Also einmal so Promo für Papke, das war's. Stimmt. Aber ansonsten, so, du bist ja so auch oft in der Pause oder mit Künstlern, ne? Also bist ja oft auch im Laden, tauschen uns so aus. Ne? Also ja, ich glaube, das ist eher so ein sehr freundschaftliches Verhältnis sozusagen, ja. Ne? Und ein sehr auch respektvolles Verhältnis und wir tauschen uns dann gegenseitig aus über
jeweilige Projekte oder Sachen, die gerade bei einem dann so passieren. Und dann unterhält man sich da halt auch einfach und holt sich Feedback ab tatsächlich. Mhm. So, dieses so ganz klassisch zusammengearbeitet, das haben wir so eigentlich wirklich noch nicht gehabt. Wir haben bei dem Künstler Papke, der ja in der ersten Staffel bei uns zu Gast war, da hatten wir mal quasi so ein Promo-Ding gemacht, ne, das auf den, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt richtig ausdrücke, aber auf den Burger-Tüten war dann so QR-Code und so weiter und so fort. Mhm. So, bist du quasi auf den sein Album gekommen, wenn du es abfotografiert hast. Aber ansonsten haben wir so klassisch nicht zusammengearbeitet. Also, weiß nicht, bei deinem Buch, bei dem Coverbuch, da durfte ich dann irgendwie als Künstler als Künstler oder als Mensch irgendwie dabei sein. So. Aber das würde ich kein klassisches Zusammenarbeiten nennen, sondern das ist dann einfach irgendwie so. Bei dem Mama-Cover, ne? Genau. Ja, da das ist eigentlich dein letztes, dein aktuellstes Projekt, dem ganz vielen, ne? Ja. Deutschrap Undercover, zusammen mit Vanessa Seifert, auch einen unglaublichen Aufwand, den ihr da betrieben haben müsst, weil ihr habt ja zig Interviews geführt, wo dann halt ein Buch entstanden ist und wo man wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Arbeit reinsteckt, als man da irgendwie geldmäßig, also der Stundenlohn wird sehr gering sein, aber da halt ein Buch zu machen, wo man eben Deutschrap-Cover bespricht und was ja auch Vanessas Leidenschaft ist, ist ja erstmal krass und dann zu sagen, lass das Projekt machen, ist es dann ähnlicher, bist du dann mit einem ähnlichen Gefühl dran, wie auch bei der ersten Live-Veranstaltung, dass du sagst, ja komm, lass machen. Weil so nehme ich dich mal wahr, dass ich denke, okay, der bringt Actionfiguren raus oder irgendwie Bücher oder, also wo ich mir denke, krass, da würde ich, glaube ich, eher sagen, oder tue ich auch, schreibt mal lieber einem anderen, der hat Ahnung davon, habe ich bei dir das Gefühl, du machst dann halt wirklich einfach. Und dann entsteht dann auch was, also was halt nicht so häufig ist. Ja, das ist wirklich, also lass machen, ist meine Lebenseinstellung. Auf jeden Fall, ja. Gib ihm, was du willst und das machen. Ja, so, also, keine Ahnung. Es ist, manchmal sind auch Menschen wirklich überfordert mit meiner Euphorie. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich alles geil finde, aber wenn ich was geil finde, dann wirkt das auf manche Leute, das sehe ich auch in ihren Augen, wirklich strange, ne? Dass sie wirklich damit auch überfordert sind und bestimmt der ein oder andere auch denkt, ich spinne oder so. Aber nee, ich, also, ist jetzt nicht nur kopfloses Freuen, und ja, lass machen, sondern ich mache mir auch schon Gedanken. Also ich schreibe auch sehr viel auf, ne? Also Notizbücher voll mit Ideen und irgendwann kram ich was aus, ne? Und wenn es passt, dann mache ich das. Und ich bin auch jetzt keiner, der um jeden Preis was umsetzen will, ne? Es muss schon Sinn machen. Und wenn ich auch mit anderen zusammenarbeite, also ich habe auch mit Künstlern, ne, die zu mir sagen, ey, können wir nicht, was weiß ich, ob ein Listening bei uns oder irgendwas machen. Wenn ich nicht garantieren kann, dass es cool wird, dann sage ich auch ab. Also ich möchte ja am Ende, ich stehe auch mit meinem Namen und meinem Konzept da und will ja auch nicht enttäuschen. Ne? Also ich will nicht zu viel versprechen. Mhm. Aber ich weiß so, wenn mir was gefällt, so, dann gebe ich schon auf jeden Fall alles. Ne? Und es ist ja auch fast alles möglich. So. Die Leute sind einfach viel zu gehemmt und ne, also ja, lass machen. So. Die geilsten Sachen entstehen so. Ne? Also das mit den Toys, das ist ja auch daraus entstanden, dass ich auf einmal Bock hatte, Toys zu sammeln. Und dann nur sammeln bringt es dann auch nicht. Ne? Ich will dann schon irgendwie was auch mit dazu beitragen. Ne? Also auch mit dem Buch, ne? Die Idee mit dem Buch. Vanessa hatte die Idee wohl unabhängig von mir schon länger. Und ich habe das Projekt ja schon mal mit Oliver Marquardt zusammen gestartet. Also, wirklich? Ja, das ist alterap.de, Chefredakteur. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt mal... Wir saßen mal zusammen bei mir zu Hause und ne, da gab es halt diese Idee, ne, mit unserem Grafiker, mit dem wir immer noch zusammenarbeiten, Timo Schlosser, auch wirklich tolle Arbeiten, also für Moloch Dilemma macht er sehr viel. Und wir saßen zusammen, wollten das zu dritt einfach mal durchstarten. Ne? Und das war aber die Zeit, als Olli schon nicht mehr so richtig Bock hatte auf diese... Ne, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er keinen Bock auf diese Rap-Sache hatte, aber der hat ja schon unnötigerweise auch wirklich viel einstecken müssen. Genau, und dann lag das Projekt erstmal auf Eis, aber ja, verschoben ist nicht, wie sagt man, aufgehoben. Mhm. Und da habe ich auf mit Vanessa mal gequatscht, sie hat auf einem Listening bei uns kennengelernt, ich glaube bei Tour, als er sein letztes Album präsentiert hat. Und da kamen wir so ins Gespräch und ich bin sofort begeistert, wenn Menschen irgendwas Cooles machen. Und sie macht, hat
für Red Bull, glaube ich, damals auch Artikel geschrieben über Cover. Und da habe ich ihr davon erzählt und sie mir von ihren Sachen, die sie gemacht hat. Und da habe ich auch gesagt, ja, lass mal machen. Aber du bist auch schon an den Punkt gekommen, wo du zu viel gemacht hast. Wo du wirklich so schlimm, nee, weil du brichst es ja auch von einem Punkt, wo du einfach dann wirklich ausgebrannt warst und dann erstmal wirklich lange Pause hattest. Kriegst du das jetzt besser hin, da dein Limit zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer noch so wirklich dieses innere Verlangen, alles umzusetzen und so fort, aber so inzwischen so, ich habe Familie zu Hause und will auch meine Zeit mit meinen Kindern verbringen und da wiegt man dann ab, ne? Wer ist dankbarer? Freuen sich die Kinder mehr oder die, denen man was aufdrängen will und die man wirklich schubsen muss manchmal auch? Komm, lass mal machen. Ich mache trotzdem genug. Also, ja, den Eindruck habe ich auch, ne? Ja, also du bist ja fast schon wie so ein Tausendsasser eigentlich. Aber ich achte schon drauf, dass ich wirklich nach diesen Konzerten, ne, also hatte ich auch wirklich eine Phase, so ich war total ausgebrannt. Also ich hatte wirklich einen Burnout und bin dann auch, ich glaube, 3 Monate im Stück nicht mehr im Laden gewesen. Also habe dann auch bei meinem Partner mich quasi abgemeldet, gesagt so, ey, so, ich bin erstmal raus. Und das war zu einer Phase, wo wir wirklich, wo verschiedene Marken auch wirklich großes Interesse hatten, also wirklich auch große Marken, Getränkehersteller, ne? Die diese Burger am Live-Volume-Reihe wirklich auch finanzieren wollten und uns unterstützen. Und die hatten schon zugesagt und ich weiß noch, ich hatte so einen Moment, ich bin dann rechts rangefahren irgendwann, als mir so bewusst wurde, dass mein Körper einfach nicht mehr mitmacht, habe dann die Zuständige für Marketing angerufen und habe ihr dann gesagt, ey, sorry, tut mir leid, aber so, so wir schaffen das nicht mehr, also wir können das nicht. Die war total irritiert und meinte so, ja, aber wir würden euch ja auch helfen und ja, in dem Moment war mir klar so, nee, so, das würde mich jetzt richtig umhauen und kurz danach kam mir auch wirklich die Zeit, also wo ich dann wirklich ausgebrannt war, total. Und konntest du das dann nochmal wieder aufnehmen, dass du gesagt hast, hey, wie sieht's aus mit der Idee oder war es für dich klar, das wird immer zu stressig werden? Ja, also ich habe es dann alles ein bisschen übersichtlicher gemacht, also von diesen großen Konzerten, die am Ende auch wirklich keinen Spaß mehr gemacht haben, ne? Also wir haben wirklich auch coole Namen gehabt und ich habe das auch genossen, wirklich. Also ich stand manchmal so, ne, ob bei Cool Keys oder auch bei den Orsons, ich stand dann so in der Menge und habe dann gedacht, so geil, so die spielen jetzt für mich so das Konzert und ne, das ist, so, weil ich Fan bin von dem und aber ich habe schon keinen Spaß mehr gehabt, so dieses Drumherum, das war nicht so, hat sich nicht mehr gut angefühlt und es hat mir aber dann nach einer Weile gefehlt, als ich mich wieder erholt habe. Ne? Und es hat mir wirklich ewig lange so in den Fingern gejuckt und gedacht, so, ich muss wieder was machen. Und dann kam ich mit Tour zusammen so ins Gespräch und der hat mir dann erzählt, so, dass er sein Album irgendwie fertig hat. Hat er mir übrigens 3 Jahre vorher schon mal gesagt, dass es fertig war oder fast fertig. Und habe ich ihnen von dieser Idee erzählt, von den Listenings und parallel dazu hatte ich noch, ne, meinen Freund Dragan, der auch viel so Eventbereich gemacht hat, Veranstaltungen, dem hatte ich auch die Idee erzählt und der meinte auch dann, lass machen. Ne? In dem Moment war er derjenige, der gesagt hat, lass machen, weil ich ein bisschen unsicher war, ne? Weil ich hatte Angst wirklich wieder körperlich irgendwie das nicht mehr hinzukriegen. Und Tour hat dann gesagt, ja, ey, cool, machen wir. Und dann haben wir das geklärt. Und von da an haben wir keine Konzerte mehr außerhalb gespielt, sondern nur noch bei uns im Laden. Da passen halt nicht mehr als 60 Leute rein. Da haben wir Album-Pre-Listenings mit Künstlern gemacht. Und das war wirklich cool. Also es hat wirklich Spaß gemacht, weil die Freude, Aufregung und Liebe der Fans und auch der Künstler hat man direkt gespürt. Und das war wirklich wie so kleine Familienveranstaltungen, ne? Und das war cool. Ja, bei OG Kimo und bei Morlock Dilemma war ich, glaube ich, dabei. Ja. Wo er dann ja auch Patrice hat es moderiert, genau, und Interviews. Genau. Und dann gab es die Burger sogar umsonst, was ich gar nicht wusste. Ich dachte, okay, dann ist es halt, dann euer Konzept dahinter, komme ich halt zur Listening Session und dann kaufe ich halt. Aber als es dann auch hieß, ja, das muss ja nicht mehr bezahlen, ich dachte, okay, krass, das ist ja wirklich... Hast du denn mehr gegessen?
Bist du dann so einer? Ich habe mir dann nochmal 3 Burger extra, zum Einpacken. Extra Käse. Ja, okay. Zum Mitnehmen bitte. Genau. Kannst du auch ruhig eingefroren. Nee, Quatsch. Ich habe es ja erst beim Zahlen gemerkt, dann ist ja auch schon zu spät. Ach so. Also, dann nehme ich doch einen. Nee, aber ich würde auch auf jeden Fall, also mich hat das natürlich bekommen, aber ich wohne zu weit weg, deswegen könnte ich nur hinfahren, weil so 6 Kilometer ist dann nicht mehr im Lieferradius. Ja, das ist echt schade, ne? Für dich ja auch. Auch, ne? Es ist zum Kotzen. Da müssten wir noch ein paar mehr. Jeden Sonntag möchte ich eigentlich Chicken and Waffle essen und das ist nicht möglich, ey. Du musst halt hin. Wo wohnst du in welchem Bezirk? In Pankow. Aber das ist natürlich. Scheiße, ja. Ja, und selbst wenn man, gerade bei Chicken and Waffle, ne, ich liebe das ja bei euch. Aber wenn du es dann zum Mitnehmen machst, dann ist halt tatsächlich, das musst du frisch essen, ne? Ja, Waffeln werden halt zu schnell kalt. Ja, nicht nur kalt, sondern es kriegt natürlich die Konsistenz oder ich weiß gar nicht, ob es der richtige Begriff dafür ist, aber das wird dann irgendwie, ist halt einfach dann nicht mehr so geil fluffig, sondern das verliert irgendwie ein paar Prozent. So, ja. Ne? Also zumindest auf den langen Weg, ne? Das sind ja dann auch irgendwie 8 oder 9 Kilometer, aber ja. Ich habe auch die letzten Monate auf jeden Fall schlechte Erfahrungen immer mit Essen bestellen gemacht. Selbst wenn ich es da abgeholt habe, da dachte ich schon, dann cut out the middleman. Bin ich ja selbst der Lieferant, dann habe ich da 20 Minuten lang gewartet, immer mal wieder so einen Spaziergang gemacht, gesagt, ist immer noch nicht fertig. Und dann war es noch nicht mal durch, das Essen. Habt ihr denn auch häufiger, dass Leute unzufrieden sind und dann dich das mitnimmt, wenn zum Beispiel die Google-Bewertung die Sterne nicht 5,0 sagen? Mit Lieferservice? Oder? Lieferservice und ja, vielleicht erstmal. Du kannst jetzt mal richtig abledern gegen die Lieferservice. Nee, ich bin erstmal kein großer Fan von Lieferservice, weil unser Geschäft hat auch wirklich immer von dieser Atmosphäre gelebt. Ne? Also es gibt inzwischen in Berlin ganz viele Läden, die auch bestimmt gute Burger machen oder definitiv auch gute Burger machen. Aber ich finde nach wie vor unser Konzept das geilste so, weil du einfach, du kannst bei uns zusehen beim Essen auf Leinwänden, wie in Berlin Trains gebombt werden. So. Das kannst du nirgendwo anders sehen. Ne? Also du kannst die Atmosphäre, also ich selber liebe es ja, durch meinen Laden zu laufen, durch unseren Laden. Und es ist nicht, bei uns kriegst du nicht nur Burger. Ne? Also klar achten wir auf die Qualität, was mich wirklich manchmal immer wieder so geärgert hat, wenn die Leute uns denn darauf reduziert haben, so, ne, so ja, hey, der Laden mit Hip-Hop oder der Hip-Hop-Musik spielt oder Rap-Musik. Wir achten schon auch auf die Qualität und wir waren vor 14 Jahren nicht nur die Ersten, die komplett irgendwie auf diesen Hip-Hop-Film waren und Rap-Musik gespielt haben, sondern wir waren auch die Ersten, die wirklich so abgefahrene Rezepte, ne? Also ich hatte kein Burgerbuch, wo ich mir Rezepte rausgesucht habe, sondern Chevy und ich, wir saßen an normalen Kochbüchern oder Lieblingsrestaurants, ne, geguckt, ne, was machen wir da? Chicken Satay beim Vietnamesen, haben wir unseren Chicken Erdnussburger draus gemacht. Ne? Also, und ja auch Hip-Hop-Namen häufig vergeben, ne? Also ja, genau, Burger. Ja, genau, das, ja, genau. Aber ich finde auch dabei, ne, also ich mag ja den Mut auch total, was das Essen angeht. Ne? Also Chicken and Waffle ist, mir fallen nicht so viele Restaurants ein, grundsätzlich, die in Deutschland Chicken and Waffle anbieten oder in Berlin und auch hier euer Cheesesteak. Philly Cheesesteak oder Berliner Cheesesteak ist es ja so, dass auch dem originalen Philly Cheesesteak im Nichts nachsteht. So. Also, cool. Ja, Mut. Mut ist vielleicht auch so eine Hip-Hop-Eigenschaft, oder? Also, ich habe letztens. Na, lass machen. Mut und lass machen. Ja, lass machen. Schon Do it yourself. Ne? Und ich habe die Tage irgendwie mit irgendjemandem über dich gesprochen und da meinte ich auch, deine Eigenschaft, ne, ist ja auch in deiner Arbeit, was ich auch an Patrick so wirklich besonders, also für unsere Beziehung ist, ich habe ja bei ihm so diese Entwicklung mit beobachtet und gesehen, ne, auf Arbeit und auch menschlich so, wie er sich entwickelt hat und wie er gereift ist. Und eine Superkraft, muss ich dir sagen, ist ja auch Mut bei dir, ne? Also deine Danke. Projekte. Naja, du schiebst zwischen den großen Releases dann einfach mal so Liebhabersachen wie Papke, ne? Der auch geile Musik macht, aber man von vornherein weiß, dass der nicht jetzt die Massen erreichen wird. Mhm. Ne? Und das schätze ich und das feiere ich auch. Ne? Also mir wurde ja auch, auch, ich glaube, Liquid Walker meinte das auch vor ein paar Wochen zu mir, dass ich zu sehr auf diesen Untergrund und nicht Real Keeper, aber diesen Untergrundfilm so hängen geblieben bin. Stimmt gar nicht. Ne? Also ich
feiere das einfach und dann mache ich das. Ne? Also es ist nicht, dass ich jetzt, also alle Leute, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, wir haben auch zu allen irgendwie eine Beziehung, also zumindest die Deutschrap-Künstler, die wir auch entweder privat kennen oder auch extrem feiern. Ne? Also was glaubst du, was los war, als Savasch das erste Mal Burger an war? Ja, was war los? Ja, also peile, kurze peinliche Stelle. So, ja, so, genau so war es. Ne? Also, war Zeitlupe sozusagen. Er ist reingekommen und für alle anderen zielt... Er ist ein Mensch. So. Ja, aber er also, ist ja auch immer noch mit einer wahnsinnigen Ausstrahlung. Also, krass, geht ne? mir so, auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Ne? Und so trotzdem bodenständig. Also ich weiß so, der erste Kontakt war... Also erstmal weiß ich nicht, ob ihr oder du auch die Geschichte kennst... wir haben quasi den Laden mit Savaschs Musik aufgebaut. Also mein Weckton, um jeden Morgen zur Baustelle zu fahren, war der Beweis. Ja, witzig. Da habe ich mich fertig gemacht. Ich habe in der Nähe gewohnt und habe mir Kopfhörer aufgesetzt, der Beweis angemacht und die Strecke war genau ein Song lang. Ne? Also, wo war das drauf? Tot oder lebendig? Nee, Quatsch. Nee, das darf. Tot oder lebendig? War der Mammut-Remix oder der normale? Nee, der normale. Der Mammut-Remix ist auch kurze cool. Strecke dann. Ja, ja, ich habe gleich in der Nähe gewohnt. Ich bin ja, du hast auch im Auto gepennt manchmal, da war der Weg noch kürzer. Das war mit Chevys Auto, genau. Da haben wir vorm Laden auch schon in seinem Auto abwechselnd gepennt, ja. Nee, und Savasch hat quasi uns auch begleitet, ne, mit seiner Musik, war quasi der Soundtrack zum Burgeramt-Film, den wir geschoben haben. Und es gab Mitarbeiter, weiß ich nur ganz genau, ein Kollege, der war so genervt davon, dass wir ständig Savasch spielen. Echt? Ja, der hat dann gelacht und meinte so, ey, wenn Savasch Abi wüsste, also wie sehr wir den hier so feiern. Und Liquid Walker war dann wieder mal derjenige, der uns dann zum Sechsjährigen, haben wir eine Veranstaltung gemacht, Badehaus, hat uns dann eine Sprachnachricht präsentiert von Savasch, wie er uns gratuliert, ne? So, ja, ja. Was glaubst du, wie wir uns gefreut haben? Ne? Also, ja, und irgendwann nach Jahren war er das erste Mal im Burgeramt, also kam dann über seinen Manager, den wir noch viel länger kennen als Savasch, also persönlich. Und der hatte mich dann irgendwie angerufen und gesagt: So, ey, so, hab den Platz, Savasch kommt. Boah, ey, alle still. So aufgeregt und dann. Dann hat er gesagt, komm mal zum Kofferraum, ich habe hier CDs dabei. Seine CDs haben wir schon gehabt. Ey, wir haben Listen gehabt. Das wäre fast lustig. Ey, das wäre lustig, aber wir haben wirklich Listen gehabt bei uns im Laden. Hinterm Tresen, wenn Savasch Release oder Savasch Konzert war, haben Chevy und ich den Mitarbeitern, ne, die haben ihren Namen eingetragen und die haben die CDs von uns geschenkt bekommen. Also wir haben wirklich dann stapelweise CDs besorgt. Also jetzt nicht nur bei Savasch, aber... Bei dem auf jeden Fall. Übrigens war das aber fast bei mir so. Ne? Meine erste Savasch-CD war fast so kofferraummäßig, aber nicht von ihm, sondern noch im ganz alten Röhr Bunkerbüro. Also so richtig absurd. Ich habe irgendwie eine Werbung, glaube ich, gesehen bei Supreme von Falk, Röhr Bunker, und habe dann das bestellt, habe so Tapes bestellt. Und dann weiß ich noch, dann hatte Steiger, den ich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannte, angerufen. Du kommst ja aus Berlin, du kannst dir die Versandkosten sparen. Ach, wie geil. So, du kannst rumkommen. Und dann bin ich quasi, da saßen die irgendwo am Hackischen Markt, hatten die so einen kleinen Raum hinterm Buchladen noch. Also du musstest durch den Buchladen, durch das Büro des Buchladens durch. Und dann hatten die so einen kleinen Raum. Und dann saß da, weiß ich noch, Jack Orson damals hat Kassetten gepackt sozusagen. Und dann habe ich da mit Tapes genommen und, also nicht genommen, sondern bezahlt auch, ne, logischerweise, und die erste Savasch Pimpelegionär-CD Wahnsinn. Gekauft, und das war irgendwie 2000 oder 2001 oder so. Krass, und die hast du noch? Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, krass. In aller Ehren, tatsächlich. Wahnsinn. Also, voll. Auch Sammler. Ich weiß, wo ich das erste Mal Pimpelegionär gehört habe. Ich saß in einer irgendwie Waschanlage in Kreuzberg und ein Freund von mir, der ist auch so ein verrückter Tape-Sammler gewesen, und hat dann Savasch angemacht und ich habe zu der Zeit überhaupt kein Deutschrap gehört. Also wenn ich mal Deutschrap gehört habe, dann war das irgendwann mal Rödelheim, Hartreim-Projekt, und das war's. Und danach hatte ich irgendwie nicht wirklich was mit Deutschrap zu tun. Und dann macht er diese Kassette an und es hat mich so aggressiv gemacht. Also wirklich. Aber geil aggressiv? Nein, überhaupt nicht. Ich war voll genervt. So. Ehrlich? Ich dachte, was für ein Idiot. So wirklich. Ich war so angekotzt, so, und habe mich wirklich provoziert gefühlt. So, ey, ist ja auch ein paar Sommer her, da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und
ne, so noch einen anderen Film mich gefahren. Ich hatte es ja nur unterhalten. Ne? Ey, ich überhaupt nicht. War richtig angepisst. Mach mal aus, die Scheiße. So. Und, ey, weiß er das? Aber, habt ihr euch so schon mal drüber unterhalten? Das weiß oder ich gar nicht. Aber ist ja kein Problem, weil kurz eine Woche später habe ich ihn angerufen und gefragt, ob er mir die ausleihen kann. Ach, geil. Weil ich das dann woanders nochmal gehört habe in Ruhe. Und dann erst verstanden habe, so wie krank es ist, also wie abgefahren das ist. Ne? Das also, war unfassbar. Es hat mich so geflasht, so, ne? Und seitdem bin ich dann nicht mehr von runtergekommen. Voll. Und ich bin ja dann auch einer, der dann sofort jedem, ne, wenn ich irgendwas Cooles für mich entdecke, auch nicht nur in Musik, nerv ich immer alle in meinem Umfeld damit. Ne? Ey, das ist voll geil, musst du auch lesen oder musst du auch machen oder musst du auch hören. Und ich habe dann, also Jahre später, ne, als weil Savas hat mir auch wirklich durch die Musik geholfen, immer wieder ne, so Kraft, Energie und ja, mich zu motivieren. Und meine Frau hatte während ihres Studiums, als wir uns kennengelernt haben, wirklich so eine ziemlich harte Zeit. Und ich habe jetzt nicht gedacht, dass das sie da rausholt. Aber ich habe ihr gedacht, ey, hier, guck mal, das motiviert dich vielleicht ein bisschen. Hab ihr dann Savas, was war das, beste Tag meines Lebens, glaube ich, gegeben. Und boah, die hat nichts mit Deutschrap zu tun gehabt. Die ist so drauf hängen geblieben, alle Texte auswendig. Und ne, also hat dann selber auch dann danach gesagt, was für eine Kraft ihr das, diese Musik gegeben hat, um ihre ne, Probleme und Themen, die sie hatte, zu bewältigen. Ne? Verrückt, ja. Crazy, ey. War auch, glaube ich, meine erste CD, die mir aber einfach ein Kumpel gebrannt hat. Beste Tag meines Lebens, also von Savas die erste CD. Gebrannt, ja, okay. Ja, gebrannt. Sorry. Gut zu wissen. Ich war ja weit, naja, weit von nee, okay. Berlin entfernt, deswegen habe ich da leider keine so romantische Story. Aber Savas hat ja auch dann jetzt zuletzt sein Buch dann bei euch vorgestellt. Da schließt sich ja der Kreis, dass er nicht nur als Kunde kam, sondern dass ihr auch gemeinsam da ein Event veranstaltet. Ja, das war auch schön. Wie immer, wenn man ihn trifft. Ja, also was soll ich sagen, das war ja, war doch jetzt in der Corona-Zeit auch, ne? Das ist letztes Jahr gewesen. Das ist ja letztes Jahr, genau. Also weil wir jetzt die ganze Zeit ja auch keine Veranstaltung gemacht haben. Was die erste seit das war die erste, genau. Okay. Normalerweise haben wir auch keinen Bock gehabt überhaupt, so, weil das wirklich auch so unentspannt ist alles, ne? Also wir haben auch die Veranstaltung für das Buch Deutschrap Undercover abgesagt. Und weil alles so unentspannt ist und es uns einerseits gefehlt hat wirklich, dieses Drumherum. Aber so stressig war und wir uns das nicht antun wollten. Aber bei ihm, ne, wir haben natürlich auch kurz überlegt, so machen wir es? Und dann war klar, ja, wir machen es. Und ja, es war schön, war wirklich ein sehr angenehmer Abend, also sehr familiär. Also er scheint da auch wirklich so seine engsten Freunde, Bekannten eingeladen zu haben. War ein sehr cooler Abend auf jeden Fall. Und was kommt als nächstes für ein Projekt? Die Hip-Hop-Action-Figuren kamen schon. Skateboards hast du ja auch rausgebracht, das habe ich noch gar nicht erzählt. Zwei sogar. Ein Laden in Trier habt ihr aufgemacht. Was sind deine Pläne, wovon kannst du auch schon erzählen? Mhm. Okay, also eins kann ich schon erzählen. Also wir machen tatsächlich doch noch einen neuen Laden in Prenzlauer Berg. Ja, Mann! Yes! Und wo genau, ungefähr, weißt du es schon? Eberswalder Straße. Ja, sehr gut. Perfekt, ja, da wohne ich. Also. Ja, sehr gut, okay. Wie, da wohnst du? Hä? Ja, Schönhauser Allee, aber Eberswalder ist ja auch... Aber, ist ja aber da bist du irgendwann hingezogen, jetzt. Ja. Schon über ein Jahr, ich wusste auch nicht mehr, dass du in Pankow wohnst. Können wir uns mal in echt sehen eigentlich. Gleichen Schulweg. Dann. Na gut, okay. Nächstes Mal nimmst du mich mit nach hier hin. Ja, sehr schön. Ja, also das ist ein großes Projekt, was läuft. Dann... sitze ich tatsächlich an zwei Büchern wieder. Zwei? Also, ja, also das eine konkret und das andere Vorarbeit. Ne? Also ein Bürgeramtbuch wird es tatsächlich geben. Über die Geschichte dann? Ja, also ich wollte nicht einfach so ein Rezeptebuch mit kurzer Geschichte, wer wir sind, machen, sondern sollte schon irgendwas Besonderes werden. Und jetzt habe ich was Besonderes, ne? Also die ganzen Aktionen, Events, Kollabos, alles, was wir gemacht haben, soll da reinkommen. So eine bekannte Künstler sollen da auch ein bisschen was schreiben, also auch Vorwort, also Einleitung. Und die Rezepte sind nicht von den Burgern, die wir im Laden haben, sondern von Menschen aus dem Hip-Hop-Universum. Also das können Sprüher sein, das können Rapper sein, Produzenten. Oder auch, ne, also auch aus dem organisatorischen, ne, Labelarbeit. Und da haben wir schon eine Menge zusammen. Und
das wird auf jeden Fall kommen. Wann, weiß ich nicht. Also wir haben gerade erst damit angefangen. Und ja, ich sag's einfach mal, das ist jetzt noch gar nicht so konkret, aber ich habe echt schon mit Comicverlagen gesprochen. Es wird ein Burger am Comic geben. Geil, ja. Sehr gut. Ja, das wird. Die Frage ist, wann wir den denn verfilmen, ne? So, weil Comics werden ja nur noch verfilmt. Ja, so. Stimmt. Und dann. Der Disney Plus Deal. Genau. Ja, krass. Ja, und achso, siehst du, Toys, Disney Plus? Also, Toys machen wir ja auch, ne? Diese Bootleg-Toys mit Pablo Pera, der auch für Morlock Dilemma die Actionfiguren macht und von Oji Kimo für sein letztes Release jetzt auch so eine Actionfigur gemacht hat. Mit dem machen wir eine Reihe, Life at the Barbecue. Also das läuft, also eine ist schon raus, eine Figur, die nächste kommt hoffentlich nächsten Monat. Nach Big Chopper kommt GZE. Und die sind auch immer direkt ausverkauft oder wie läuft das? Ja, also ziemlich schnell, krass. Genau. Aber ja, das ist jetzt auch nichts wirklich, was Geld bringt. Ne? Das ist so, das ach, sowas macht einfach, man, wenn man das macht Bock Spaß. Hat. So, ja, voll. Genau, das macht Spaß, ist geil. Aber wenn es funktioniert, und, ist das ja schon mal ja, was, wenn man es nicht rausbringt und keiner will es kaufen. Ja, ja, sondern das wäre total ärgerlich. Und die Leute ärgerlich. Reißen es ja aus den Händen, dann denkst du dir natürlich, okay, war offensichtlich ein Bedarf da. Genau. Ja, dann haben wir noch, es sind noch ein paar schon eigentlich konkrete Projekte, wo wir noch nicht angefangen haben, aber es schon Zusagen gibt. Ich weiß nicht, ne, also man da, also da kann man da, ne, oder? Könnte sein, dass ein Produzententrio, zu dem wir Kontakt haben, dass wir da was gemeinsam machen. Okay. Ja, könnte sein, weiß man aber nicht. Genau, ja. Das und das. Also ordentlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du schon wieder so viele Projekte auf dem Schirm hast. Zu viel oder geht's noch? Es ist auf jeden Fall überrascht mich, dass du das halt alles neben der Arbeit, neben der Family und so gedeichselt bekommst. Und die ganzen alles während der Arbeitszeit. Alles muss ich meiner Frau versprechen. Alles während der Arbeitszeit. Auch das noch. Ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Die Frage ist, wie lange ist die Arbeitszeit, ne? Von 6 bis 24 Uhr? Nee, ey, da haben wir wirklich, also wir haben, also Chevy, also mein Partner und ich, wir haben da wirklich auch für uns beide so Konsequenzen daraus gezogen. Ja. Ne? Also die Zeit, in der es mir so schlecht ging, ging es ihm auch schlecht. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass nur mir schlecht ging. Wir waren beide überfordert, ne? Und wir kommen auch beide nicht aus Unternehmerfamilien und hatten da niemanden, der uns da das hätte einen guten Rat geben können. Da muss man auch erstmal reinwachsen, ne? Total. Und Boah. Wir haben da wirklich danach auch viel besser zueinander gefunden wieder, ne? Und unsere Arbeitszeiten auch so eingeteilt, also das ist mir manchmal unangenehm zu sagen, aber wir haben halt eine 5-Tage-Woche und daran versuchen wir uns auch zu halten. Naja, weil andere Gastronomen, die ich kenne, da also klar ist man mit dem Kopf ständig dabei und macht hier und da mal was, aber wir versuchen schon den Vorteil zu nutzen, dass wir zu zweit sind und teilen uns das ein, so in Schichten auch. Geil. Ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es sowas wie das Bürgeramt gibt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt den Zuschauern so klar wird, aber wenn man da ist und da war und auch gerade diese ganzen Listening-Sessions und so und einfach diese Connection, also da sind ja auch viele Hip-Hop-JournalistInnen und so, also wirklich dadurch schon familiär, weil ich mit vielen Leuten da ja auch schon lange irgendwie arbeite oder befreundet bin. Und wenn man dann noch so ein Listening hat und exklusiv und dann ist der Künstler oder Künstlerin da und dass es das überhaupt gibt, also ich muss nicht mal unbedingt dabei sein. Das ist ja auch eine Invite-only. Ich bin jetzt auch nicht gekränkt, wenn ich da nicht eingeladen bin. Aber ich finde es halt schon super wichtig und schön, dass ihr da eben sowas veranstaltet, dass man einfach weiß, sowas gibt es. Weil gerade Veranstaltungen oder auch, sag ich mal, experimentelle Sachen, die jetzt nicht rein Kommerz sind, wo jetzt irgendwie ein Sido kann auch eine Actionfigur rausbringen, aber ja, das ist halt so, okay, gut, klar, der kann alles machen, aber wenn ihr dann halt sagt, hey, wir bringen jetzt so eine ganz andere Actionfigur von, was weiß ich, Papke oder so raus, dann ist es halt nochmal ein ganz anderes Mindset dahinter und ich finde es auf jeden Fall krass und schön, dass ihr einfach auf der Bildfläche seid und ist wichtig, euch da zu haben und auch andere, die halt irgendwie sagen, hey, wir wollen da was machen, weil es gibt ja sehr viele, die da im Hip-Hop einfach unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wichtig ist, was zurückzugeben. Und das versuchen wir auch mit unserer Arbeit auf jeden Fall. Also schön, dass es so ankommt. Willst du noch was sagen? Mich interessiert nur das Essen. Ja, wir müssen jetzt los, ne? Fahren wir gemeinsam zum Burgeramt jetzt. Okay. Ist es eigentlich gesponsert, die Folge hier? Gerne. Haben wir schon gedealt? Also, wenn du nicht noch irgendwas sagen möchtest.
Jetzt wäre die Chance. Willst du noch wen grüßen? Das ist gemein. Nein. Nee, ey, vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich auch, dass ihr mich eingeladen habt, weil normalerweise traue ich mich sowas nicht irgendwie öffentlich, bin da ein bisschen zurückhaltender, aber ich bin wirklich Fan so von euch beiden, auch von dem, was ihr macht. Ich weiß auch, wo ich dich das erste Mal getroffen habe, was auch cool war. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, wie du mit deinem Mikrofon da im Prinz Charles rumgelaufen bist, war ich so geflasht von deinem Einsatz. Charity-Event. Genau, und dann warst du auch noch nett, so, ne? Dann ja, da wird für Julia gesammelt. Ja, genau. Suna hat OP. Das mitorganisiert damals, glaube ich. Ne? Genau, sie hat es voll organisiert. Oder sie war die Hauptorganisatorin. Sie war die Hauptorganisatorin und danach gab es ja nochmal so einen riesen, also das war ja dann unfassbar, was sie dann nochmal organisiert hatte im, wo war es noch? Columbia-Halle. Ja. Das war schon heftig, aber krass, auch das, ne? Das war krass. Genau, nee, da warst du, glaube ich, auch mit Kobito unterwegs, ne? Oder war der da nicht? Okay. Kobito, dachte ich. Vincent Lindig. Ich dachte, war ich da nicht mit? Vanessa auch. Vanessa und ich dachte, aber er war auch dabei, glaube ich. Genau. Ja, weil den hatte ich auch kennengelernt, weil er mir fälschlicherweise in den Arsch gegriffen hat. Oh, weil er dachte, ich wäre anders. Aber dann war es das nicht deine Truppe. Die Stelle schneiden wir aber raus, ne? Das Arsch, damit können wir hier nichts anfangen. Nee, auch diese sexuelle Übergriffigkeit. Von Vincent, ja, Grüße an Kubito. Ja, das war auf jeden Fall schön und ich finde es auch immer noch schön, dass du mich immer mal wieder anrufst und sagst, dass dir eine Thema-Takt-Folge gefallen hat. Feedback. Ja, Feedback auf jeden Fall. Da denke ich mir, ruft an, entweder es geht um irgendein Projekt oder er fand einfach eine Folge cool, aber ich freue mich auf jeden Fall immer. Oder wenn wir stundenlang beim Bürgeramt, ich habe wirklich auch mal von morgens bis abends mit einer Freundin. Ja, wir wollten eigentlich nicht so lange, wir sind mittags oder so angekommen und dann kamen auch immer wieder Leute vorbei und das war auch, also so viel habe ich auch noch nie irgendwie in so einem Laden mal gelassen, aber war halt wirklich von morgens bis abends und Milkshakes und... Ich bin vor dir gegangen, glaube ich, ne? Ich habe Feierabend gemacht. Genau, Arbeitszeiten. Frage haben wir noch da. Gut, das müssen wir eh alles rausschneiden, ist viel zu nerdig. Wenn du noch was hinzufügen möchtest, dann wäre jetzt eine Chance der Öffentlichkeit. Ja, wenn ihr in Berlin seid, dann kommt vorbei und liebe Grüße an Vanessa Seifert auf jeden Fall. Kauft das Buch Deutschrap Undercover. Macht man das so als Rapper? Kann man schon so machen. Ja. Sag noch die ISBN-Nummer. Die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber genau. Packen wir in die Shownotes. Ja, genau. Ey, danke euch. Danke dir, ey. Danke dir. Also, Talk This Way, hört alle Folgen, abonniert den Podcast, bewertet ihn bei Apple Podcast, bei Spotify geht's auch mittlerweile. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Talk This Way. Talk This Way.